Moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Fever. Ich bin hier an unserer neuen Güterstrecke, über die ich nochmal ein wenig nachgegrübelt habe. Unter den gegebenen Umständen werden wir mit dieser Strecke keinen wirklichen Spaß haben. Ich habe nochmal nachgeschaut, das Ding hat einen Takt von 9 Minuten. Wie um alles in der Welt sollen wir das bitteschön zusammengebaut bekommen? Das funktioniert so nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, wir bauen die Strecke hier jetzt noch doch nochmal zweigleisig aus und gehen dann, wo ist da? Und gehen dann dazu über, dass wir einfach auf dem Rückweg hier die ganze Geschichte, so, wo ist er, da kommt er raus, dass wir die ganze Geschichte einfach dann auf dem Rückweg am Bahnhof vorbeirauschen lassen und dann so kann er dann auf dem Rückweg gleich sofort hier gewissermaßen als Expressumleitung kann er dann sofort beikommen und dann kriegen wir auf jeden Fall so. Gut. Und so kriegen wir dann eine zweigleisige Strecke und wir kriegen einen kürzeren Takt. Das ist mir persönlich dann doch, glaube ich, ein wenig lieber, bevor ich anfange. Ich bin auf fehlgeschlagen. Aha. Warum ist das so? Dann machen wir es eben so. Da bin ich ja relativ entspannt und leidenschaftslos. So, jetzt setzen wir hier erstmal einen Moment. Hier setzen wir das Signal. Gib mir mal die Linie. So, genau. So will ich das haben. Richtig. So, und damit machen wir es dann ganz einfach so. Auf der linken Strecke hier werden wir Güter, oder besser gesagt in diesem Falle Eisenerz Richtung der Fabrik schaffen. Und auf der anderen werden die Züge dann, wenn sie leer sind, einfach den Rückweg nehmen. Da werden sie nicht groß anhalten und sonst was irgendwie. Sondern da gibt es dann einfach mal richtig Speed und, naja, was heißt Speed richtig? Ich meine, mit 90 km/h sind die Dinger natürlich nicht unbedingt die schnellsten. Das ist auch logisch. Und dann passt das auch. So, der fährt da jetzt halt eben lang. So. Da dieser ganze Abschnitt jetzt natürlich nicht unterteilt ist. Das ist falsch. Nee, doch, der steht richtig. Der steht richtig, der steht richtig. Anhalten, weil jetzt, wenn er im Bahnhof steht, müsste ich hier auf das Signal setzen können. Ja, genau. So, wollen wir noch ein einzelnes Signal hier. Und hier ist das Signal für die zusammenlaufende Weiche, ne? Ja, ach komm, das reicht uns dicke. Gut, so, momentan haben wir, wie gesagt, 9 Minuten. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Dann macht der Güterwagen dazu. So, da kommt der nächste und damit sind wir schon bei 5 Minuten. Das ist wesentlich besser. Nichtsdestotrotz wird das sicherlich erstmal ein Verlustgeschäft werden. Davon ist auszugehen. Wir werden nicht benutzt. Nicht schön. Wie sieht es denn hier aus? Aha.
das Werk wenigstens will schon mal unsere Dienste in Anspruch nehmen. Das ist schon mal was. Okay, aber wir sprechen hier immerhin von einem Stahlwerk. Also müssen wir auch sehen, dass wir Kohle dahin bekommen. Und wir werden hier genau den gleichen Aufzug wählen. Das sollte hier keine Probleme darstellen. Wir bauen einen Bahnhof hier hin. Und wir bauen einen Bahnhof dorthin. So. Sehr schön. Dann nochmal Güter. Verladeplätze an beiden Standorten. Einfach um je nach Bedarf auch auf die Straße umschwenken oder verstärken zu können. So. Den dann bitte auch gruppieren mit dem. Ich habe da jetzt noch nicht wirklich eine... Aber das sind keine Güterbahnhöfe. Und keiner sagt mir das. Und schon müssen wir hier im großen Stil Zerstörungsarbeit leisten. Na gut, okay. Wer nicht aufpasst, der wird bestraft. So ist das nun mal. So, dann machen wir das jetzt hier. Kopieren mit dem. Und hier stellen wir jetzt auch, wenn er uns dann lässt, ein... Ja, das sieht gut aus. Abzweiger. So, und wir werden hier dann auch gleich genau... gleiche Herangehensweise wie eben haben wir. Was zur Hölle? Ja, nee, ist klar. Das ist ja potthässlich. Ich frag mich, woher das kommt, weil das sieht ja nun wirklich richtig schlimm aus. Ich meine, wir können hier ja mal gerne so eine richtig geniale Brückenstrecke bauen. Da wäre ich ja voll dafür. Aber wenn dann auch schön hier aufstelzen. Das ist ja wohl mal klar. Aber wir haben hier so ein ähnliches Problem. Ne? Das Ding liegt wieder am Berghang und... Boah, da werden wir aber keinen Spaß mit haben, fürchte ich. Egal, wir versuchen das trotzdem. Jetzt hier direkt mich dran pinne. Wie sieht's denn da aus? Auch hier die Brücke natürlich. So, wow. Vor allem, das muss ich ja gleich noch ein zweites Mal bauen. Und dadurch, dass das eigentlich eine permanente Strecke quer über irgendwelche Gebirgstäler und sonst was irgendwie darstellt, kann ich da keine Signale bauen. Aber, ist das in China oder so gewesen? Irgendwo gibt es doch auch so eine Zugstrecke, die eigentlich quasi ausnahmslos auf Stelzen gebaut ist. Da bin ich mir relativ sicher. Ups. Und wenn ich jetzt mal gucke,
Nee, es geht nicht. Okay, aber egal, das machen wir jetzt so. Das ist einfach nur ein dämliches Prestigeobjekt. Da fragen wir nicht nach wirtschaftlichem Nutzen. So, jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich auch an der richtigen Seite vorbeikomme. Also wir müssen nach da raus, alles klar. Da gibt es eine Kollision. Ich hab's befürchtet. Oh je, nee, nee. Oh je, nee. Wieso geht's denn hier schon nicht? Mach doch da eine Brücke draus. Das kann nicht so schwierig sein. Okay, versuchen wir es mal von hier aus. Nee, so geht es nicht. Okay, jetzt machen wir was, was mir jetzt meine Seele blutet, aber der kommt weg. So, und zwar werden wir Folgendes tun. Wir werden die Strecke an dieser Stelle... hier rüberziehen. Dann geht's so lang. Und das ist gar nicht mal so dumm gewesen, denn auf diese Art und Weise sparen wir uns eine ganze Menge Brücken bauen. Okay, gut, vielleicht ist das sogar gar nicht mal doof. So, gucken. Doch, es ist doof, weil... das von hinten nicht passt. So, jetzt nehmen wir hier nochmal wieder ein bisschen weg. Korrespondierenden Tunnel. Okay, wir kriegen das so nicht hin. Dann müssen wir hier mal versuchen. Auch hier geht's nicht. Dann fangen wir mal da an, wo der Tunnel reingehen soll.
So, okay. Und hier durch. So, ich bin ja eigentlich kein Freund von mach, dass das jetzt geht, aber hier bin ich jetzt mal durchaus bereit, eine Ausnahme zu machen. So, und hier geht's auch schon wieder nicht. Es gibt eine Brückenpfeiler-Kollision. Warum? Wahrscheinlich wegen des Bahnhofs, das kann sein. So, 1919. So, und wieder Krach. Oh ne. So, okay, hat ja doch tatsächlich funktioniert. Ungewöhnliches Konstrukt, würde ich mal sagen. Aber mit ein bisschen Glück ein durchaus nutzbares. Schauen wir mal. Das so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Ich bin ja noch nicht so ganz überzeugt. Aufgrund der doch nicht wenigen Moment zu überwindenden Steigungen. Hier geht's weiter. Bin ich am Überlegen, dann Doppelzug einzusetzen, also zwei Loks. So, das passt. Was ich mir da jetzt ausgedacht habe, ich weiß es nicht. So, die Linie wird noch nicht benutzt. Schande über euch. Jetzt sag mir bitte nicht, warum ist die Linie schon wieder nur eingleisig? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Er hatte doch vorhin die Linie als zweigleisig angezeigt. Aus irgendeinem Grund tut er das jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich ein massives Problem, weil jetzt kriege ich natürlich nicht mehr dahin, wo ich es gerne hin hätte. Okay. Müssen wir mal eben schnell was zusammen improvisieren, wenn man uns lässt. Und ich fürchte, auch das wird man nicht tun. Ja. Habe ich mitgerechnet. Okay, alles klar. Anders. Unterwegs. Linie ins Depot schicken. Und auch du Linie ins Depot und weiter.
hier eben alles in Ordnung? Das verstehe ich jetzt nicht. Warte, machen wir das anders. Setzen wir... hier einen Wegpunkt. Dann wird das schon funktionieren. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass die beiden da vernünftig hinkommen. So, jetzt müssen wir hier genau dasselbe machen. Und ich hoffe mal, das fliegt uns hier nicht genauso um die Ohren. Das ist Kohle. Kohle 5. Das ist unser RE60. Okay, Fahrzeug wählen. Nimm die. So. Und ersetzen. So, Linie 1 ist in Wirklichkeit Kohle Trans. Transport Nummer 5. So, und wir wollen von Nebengleis über Abzweiger hierhin. So, und auch hier wieder nur einspuriger Verkehr. Warum ist hier jetzt die Schiene unterbrochen? Ist das auch das Problem, dass wir bei der anderen Strecke hatten? Das werden wir gleich mal prüfen. Alles gut. Wie sieht's denn aus? Hier ist der zweite Zug noch unterwegs zurück. Hier will man noch nicht mit uns produzieren. Hier wartet schon was. Jungs. Das wird ein Geschäft, mit dem wir keinen Spaß haben werden, fürchte ich. Ach, du ahnst es ja nicht. Habe ich hier eigentlich einen zweigleisigen? Nö. Habe ich gar nicht. So. Dann kaufen wir hier doch mal was. Güterwagen. Ne, Moment. Obwohl, nee, doch, Kohle, Eisenerz. Alles klar. Ne, ist der Richtige. Ich hoffe mal, das funktioniert auch. Weil ansonsten haben wir uns ganz gefliegt ins Knie geschossen. Okay,
Jetzt gucken wir mal, ob der hier greift. Ja, tut er. So, soll also jetzt genauso funktionieren. Da sind die beiden Linien zuweisen. Herztransport 3. Und wie, der Schmafu funktioniert jetzt hier nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Weil ich möchte mal behaupten... Na, die Güter liegen da noch. Also von daher... Findet er die Steigung einigermaßen? Ja, mit 50. Okay. Das ist jetzt nicht sonderlich schön, aber anders kommen wir da oben nicht hoch. Hm? Gut, die sind darauf schon eingestiegen. Die Frage, ob die das auch machen werden oder ob die sich einfach dann genauso wie die anderen zurücklehnen und sagen, nein, 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 auch die sind dabei. Gut, jetzt ist nur noch die Frage, werdet ihr bei dieser Nummer hier auch mitmachen noch oder nicht? So, der wartet auf freie Wege. Okay, jetzt rollt das Ganze wieder. Okay, gut. Ich dachte schon, ich werde hier jetzt total bekloppt. So, hier wird noch nicht auf unsere Dienstleistung zurückgegriffen. Das ist okay. Ich möchte aber hier schon mal dafür sorgen... So, lass mal gucken. Lohbrügge. Lohbrügge braucht Güter. Das ist eine Tram, sehr schön. Aber Harburg braucht ganz dringend Güter. Okay, und wir kriegen was Neues. Lass mal sehen. Eine neue Tram, Typ T1. In Ordnung. So, Moorburg, Marmsdorf interessieren uns momentan noch gar nicht. In Ordnung. So, das heißt, ich werde erstmal anfangen, über den kürzesten Weg eine Güterversorgung für dieses Werk zu etablieren. Und zwar nehmen wir hier Lohbrügge. Lohbrügge kriegt Cargo über diese Holznummer da hinten. Okay, das wird auch erstmal so bleiben, weil ich diese Holznummer für Bergedorf einsetzen will. Okay, Landnutzung in Lohbrügge. Lass mal sehen. Die Industrie ist da oben. Genau, das machen wir so. Da bauen wir jetzt schon mal... Aha. Die Niendorfer Tramlinien müssen ersetzt werden. In Ordnung. Da können wir hier jetzt zum Beispiel uns schon mal die neue angucken, nicht wahr? So, 60 km/h bei 12 Passagieren. Hält 5 Jahre länger. Kostet aber gleich 10.000 Euro. 10.000 Euro. Das ist wesentlich mehr Unterhalt für ein relativ wenig. Wir nehmen die. Für die 2 Passagiere mehr mache ich mich da nicht lang. Das lohnt nicht. So. Und dann gibt's einen Güterzug hier rüber.
nicht hoch genug. Okay, dann müssen wir da eben im Tiefbau durch. Folge heute kostet mich Nerven. Jede Menge Nerven. Ach, Mensch. Das ist hier nicht so wirklich die Richtung, in die ich möchte, wie es sich entwickelt, oder? Kann das sein? Okay, ich fürchte, wir müssen es dann wohl doch nochmal mit einer Brücke versuchen. Das gibt's auch nicht. So. Das ist immer das, was mich so ein bisschen wundert. Warum will er da jetzt nicht weitergehen? Okay, keine Chance, so kriegen wir es nicht hin. Das artet jetzt auch aus in eine Richtung, die mir persönlich so gar nicht gefällt. Deswegen... Verbesserte Straßen... Und dann fahren wir mit dem LKW. Auch hier nochmal eine kurze Pause. Jetzt reicht es natürlich wieder nicht mehr. So. Nee, ach komm jetzt, ne? Das ist ein Scherz. Bulldozern wir das eben nochmal, da kenne ich ja gar nichts. So, runter kommen sie immer. Bevor ich hier einen Wahnsinnsanfall bekomme... werde ich mich jetzt hier gar nicht weiter auslassen darüber. Meine Herren, das gibt's doch nicht. Hab jetzt nicht genug Platz.
Das machen wir doch glatt. Ups. Breitbrook. Zeugersatz. Was haben wir denn da? Da ist immer noch der Mack aktuell. Dann nehmen wir auch genau den. Ich gehe mal davon aus, dass um das hier anzugleichen, habe ich nicht. Na, doch, da geht's. Ja, aber hier habe ich ja nicht mehr genug Platz. Okay, hier eine kleine Werkstatt hin. Okay, brauchen wir hier noch eine neue Linie. Gütertransport Nummer 9. Geht von Moorburg. Das ist eine ganze Ecke. Oh je, Mini. Nach Lohbrügge. Das wird so ein riesen Verlustgeschäft. Ich prophezei euch das. So, der produziert schon 10 Güter und will nicht mit mir arbeiten. Warum das denn nicht? Lass mal sehen. 103 Sekunden. Besser kann es doch gar nicht sein, hä? So, Gütertransport 9, der läuft. Das wird jetzt ein bisschen Probleme bereiten. Fährst du auf der richtigen Seite? Ja, super. Da warten schon 4. Und der hat schon 2. Da drauf, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, hier kommt die Nummer ganz langsam in Bewegung. Das heißt, wir werden einen echt langen Atem brauchen. Gut, da wartet logischerweise nichts, weil es wahrscheinlich hier schon drauf ist. Genau. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen Kohle. Und der ist auch schon unterwegs. Mit eben jenen Geschichten. Okay. So, die sind auch wieder auf uns umgestiegen. Damit haben wir hier schon mal zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Ich hänge mich mal hier an die Straße. Und gucken wir mal. Hä? Hallo?
Ja, da sollen welche fahren. Seltsamerweise. Sind sie... Wie mir das scheint, unsicht. Ah, nee, da kommt einer. Ich wollte eben gerade sagen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Okay, Leute, mit diesem Bild werde ich mich dann für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was für ein Chaos. Ciao.